O ihr Gläubigen, seid mit Allah, er ist ohne Zweifel mit uns und er ist Semiu, Basiru, Habiru, Alimu. Er ist der Sehende, der Hörende, der alles Wissende und Mitbekommende. Ja Semiu, ja Basiru, ja Habiru, ja Alimu. Also er ist immer dabei, heißt es, was alles so passiert mit dir und alles, was du machst, was mit dir passiert. Alles kriegt er mit, er ist immer dabei. Er ist der Schahid, also der Zeuge dazu. Ich bin der Zeuge, sagt er, über alles. Und ich werde zuerst bezeugen, wie es wirklich alles war, am Tag des jüngsten Gerichtes. Wovor haben wir Angst? Wenn du gläubig bist, wer wird dich vertreten? Wer wird dein Verteidiger sein? Aber er ist so ein Verteidiger, der immer die verteidigt, die auch unschuldig sind. Also sollten wir schauen, dass wir Unschuldige zu den Unschuldigen gehören. Er wird niemals die Täter verklagen oder verteidigen, weil sie nicht unschuldig sind. Aber Opfer wird er verteidigen. Er ist ja Selbstzeuge. Ich bin dir näher als dein Halsschlagader, sagt er. Also, er ist dir näher als dein eigenes Leben, bedeutet das. Wie nah soll er dann noch gewesen sein und sein? Er fühlt etwas, bevor du es gefühlt hast. Er spürt etwas, bevor du es gespürt hast. Er weiß etwas, bevor du es weißt. Er hört etwas, bevor du zu hören bekommst. Er sieht etwas, bevor du gesehen hast. Deshalb schau in die richtige Richtung, sagt er, dass ich nicht etwas Blödes sehen muss, Unanständiges schauen muss. Weil ich bin immer zuerst der Erste, der schauen muss, Ibrahim. Ach du Schreck, jetzt bin ich aber erwischt. Und gehe dahin, wo ich gehen will, gehen würde. Nicht, wo du gehen würdest, am liebsten. Bringt mich nicht dahin, wo ich nicht gehen würde. Aber, und wenn du das tust, dann bin ich zuerst da als du. Schneller da als du. Du wirst ihn niemals hinter dir lassen können. Er ist immer vor dir, aber nach deinem Signal. Du gibst die Route. Eigentlich immer passiert es so, Route falsch berechnet oder Route neu berechnet. Er gibt dir eine Möglichkeit, bitte Route neu berechnen. Ich will nicht diese Richtung gehen. So, und jeden Freitag erzählt der Imam etwas, er predigt. Er sagt zu dir, indem er predigt, oder zu euch, Leute, wenn ihr auf der falschen Fährte seid oder falsche Bahn, schaut, ob das der richtige Weg oder der rechte Weg ist und dann neu berechnen die Route. Und bei uns meisten Menschen ist es immer so, neu berechnen Route, und wir sind verwirrt. Immer wieder. Warum? Weil wir nicht am Anfang aufgepasst haben. Warum? Weil wir auch weiterhin nicht aufpassen. Warum? Weil wir Betrunkene sind. Betrunken am Steuer ist verboten. Allah ist immer mit uns. Wenn wir das vor Acht lassen, vor den Augen lassen, wenn wir das momentan vergessen haben,
dann müssen wir immer wieder Route neu berechnet haben. Und es dreht sich so schnell, da macht keine Navigation mehr mit. Du machst sogar deine Route Berechner verrückt. Musst du erstmal anhalten, bis sich der Routenberechner sich erholt hat. Deshalb immer wieder musst du erinnert werden. Mit wem bist du? Mit wem möchtest du sein? Oder wer führt dich? Oder wer ist immer der Erste, wo du sein willst? Muss der Erste sein. Die Bestrafung Dari am Tag des jüngsten Gerichtes, Allah ist der Zeuge, du kannst ihn nicht betrügen, er war zwar dabei, er war immer mit dir. Er ist Zeuge, was du alles so gemacht hast. Und er wird dich deshalb zur Rede stellen, weil er dich von vornherein gewarnt hat. Ich bin mit dir, pass auf, welche Schritte du machst, wohin du schaust, was du dir anhörst, was du mit den anderen machst, was, und wie du dich hinstellst, anstellst, einstellst. Ich bin immer da und ich muss immer zuerst. Ich bin derjenige, der immer zuerst das mitbekommt. Oder wenn du etwas Falsches machst, bin ich zuerst im Dreck und du hast mich verdreckt. Jetzt kommt die Strafe, weil du ihn verdreckt hast, weil du ihn in einen Ort gebracht hast, wo er nicht sein wollte. Weil du ihn etwas schauen lassen hast, was er nicht sehen wollte. Weil du ihn etwas hören lassen hast, was er nicht hören wollte. Habt ihr so eine Predigt schon gehört? Ich auch nicht. Ich höre jetzt auch zum ersten Mal mit. Und Allah, der sagt zu uns, beklagt euch nicht. Und auch nicht verklagt euch auch nicht. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Toleranz und Verständnis. Und wenn jemand bestrafen soll, dann mache ich das am Ende der Tage. Doch aufpassen, am Ende der Tage kommt die Rechnung. Wenn du alles aufgegessen hast und aufstehst, kannst du nicht so ohne bezahlen, die Rechnung bezahlen gehen. Wenn du deine letzte Futter in dieser Welt gegessen hast und letzte Schluck Wasser getrunken hast, dann wird man dir eine Rechnung vorlegen. Wenn du einen Herrn hast, einen Großzügigen, der dich noch liebt und reich, er wird sagen, ich übernehme die Rechnung. Aber wenn du keinen Herrn gehabt hast, wolltest keinen Herrn haben, dann musst du selber die Rechnung bezahlen. Aber womit? Von nichts kommt nichts. Dann sagt man dir, in die Küche mit dir, koch mal. Oder gekoch mal. Werd mal gekocht. Und die für die Rechnung nicht zahlen können, gibt es diesen Ort, wo man gekocht wird. Möge Allah uns zu seinen Freunden machen. Die immer nie zu den Achtlosen gehören lassen, die immer im Verstand und Bewusstsein sind, dass der Herr immer mit dir ist und dass er alles zuerst mitbekommt. Er bekommt das alles zuerst mit. Bevor du das Falsche getrunken hast, hat er schon vor dir trinken müssen. Dafür wirst du büßen müssen. Du hast ihm etwas gegeben, was er nicht wollte. Das ist das Gesetz. Gesetze, Gebote, Verbote. Du hast ihm was trinken lassen, Dreckes, was er nicht wollte. Was er nicht wollte, sollte er auch nicht getrunken haben. Dafür sorgen wir. Er hat uns diese Freiheit gegeben, freien Willen. Wir bestimmen, was er trinkt, isst, hört, sieht und erleben soll. Aha, das ist jetzt ein neues Geheimnis, Dennis Effendi oder Haji Deniz.
Inshallah. Schaut mal, was da rauskommt. Er hat sein Leben euch, uns anvertraut. Führt mich mal. Aber ich gebe euch die Route, führt mich so in diese Richtung und macht mit mir genau das, nicht was ihr wollt. Unter diese Abmachung hat er uns sein Leben anvertraut. Und wir existieren und leben durch sein Leben, mit sein Leben. Wir haben sonst nichts. Aber das war diese Geschäftsbedingung, Abmachung. Ich lasse mich mal, ich muss nicht immer geführt haben. Ich will mal auch mal geführt werden. So, und dann hat er uns erschaffen. Und dann, hier, fahr mich mal. Aber hier hast du die Route von mir. Und wenn du deine eigene Route da reinmachst, dann Route neu berechnen, kommt immer wieder. Route neu berechnen, Route neu berechnen. Und durch lauter Route neu berechnen, Ibrahim, wirst du verrückt werden. Ich war schon verrückt, na gut, wer einmal verrückt war, muss nicht mehr verrückt werden. Aber verrückt machen vielleicht, das darfst du auch nicht. Mit Ibrahim seid ihr alle angesprochen. Wir sind alle angesprochen. Er ist nicht der Hauptverrückte hier. Ich bin dir näher als dein Halsschlag, Ada. Ich bin dir näher als dein Leben. Und ich bin immer mit dir. Ich lasse mich von dir führen. Ich habe dir aber die Route gegeben. Mach nicht dir deine eigene Route und entführe mich nicht. Entführe mich nicht in ein Ort oder irgendwo hin, wo ich nicht sein will. Ich gehe ja nirgendwo hin. Ich habe mein Tablet da. Lass das auch. Auch da bringst du mich irgendwo hin. Mach das nicht. Auch nicht über Internet reisen will ich nicht reisen. Ich will über Internet auch keine Bilder mehr anschauen, die ich nicht sehen will. Du musst nicht irgendwo gewesen sein. Du bist im Internet drin. Du bist da. Ohne gelaufen zu haben. Das, was ich mir nicht anschauen will, bringt mich nicht dazu, dass ich mir das anschauen muss. Weil du mich zwingst, etwas zu machen, was ich nicht will. Dafür wirst du büßen. Das ist es, warum es den jüngsten Tag und die Abrechnung und das Gericht gibt. Dennis Efendi. In der Kirche kann man sowas nicht erzählt haben. Da gibt es nichts zu erzählen. Und wenn du sagst, erzähl mal was, bist du verdammt oder verbannt. Du bist schuld. Du kommst zu jemandem, der nichts zu erzählen hat und verlangst, dass er was erzählt. Das ist das Geheimnis des Gerichtes. Das ist es. Es geht nicht um dich. Allah, der Herr, wird sagen, was hast du mit meinem Leben gemacht? Ich habe dir anvertraut. Du hast mich verdreckt. Du hast mein ganzes Leben, sagt er ja immer wieder, versaut. Du hast mir mein ganzes Leben kaputt gemacht. Du hast mir mein Leben mir weggenommen und zu deinem Leben gemacht. Vergesst nicht, dass Allah immer mit uns ist, dass er es Semiu, Basiru, Habiru, Alimu ist. Und der alles vor dir schon erlebt, sieht, hört und mitbekommt. Du bist nie allein. Niemals nicht unter Aufsicht. Deshalb, jeden Freitag muss der Imam sprechen, damit ihr eine Einsicht habt, dass ihr nicht ohne Aufsicht seid. Und Ibrahim sagt, Sheikh, danke schön, ich werde nächsten Freitag nicht mehr kommen, ich habe schon alles verstanden. Ich werde mir ab jetzt nichts schauen, nichts hören,
Ich werde mich nicht vom Flecke bewegen, damit ich nichts Falsches gemacht habe. Geh arbeiten, versorge deine Familie und schau dir etwas an, was dir dein Herz reinigt und deine Gedanken und dass der Herr mit dir eine Freude hat. So will ich geführt werden von dir, oh mein Herr und Meister, wird er dir sagen. Hier auf Erden für 3 Tage bist du der Herr und Meister. Hiernach werde ich der Herr und Meister sein. Oder auf ewig wirst du der Herr und Meister sein. Ich werde dir alle Wünsche sogar erfüllen. Aber erfülle meine Wünsche erstmal, fahr richtig, fahr den rechten Weg, geh den rechten Weg und nicht immer wieder neue Route neu berechnen. Und bringt mich nicht zum Wahnsinn. Möge Allah uns ein gutes Verständnis geben. Amen.